Dieser Wagen ist ein Traum, von dem viele träumen. Hans Kleißl hat es geschafft, ihn wahr werden zu lassen. Schon als Student war er vom 300 SL begeistert. Heute restauriert er beruflich die Aktenschätze. Gerade unternimmt er eine kurze Testfahrt, um einen seiner SL zu überprüfen. Hat eine Beschleunigung wie ein modernes Auto, aber hat das Tierische von einem alten Auto, von einem Oldtimer. Kann man schwer beschreiben. Das ist eine Komposition aus Ästhetik und aus einer irren Technik. Hans fährt mit dem Flügeltürer viele Oldtimer-Rennen. Er hat mit einem SL auch schon einmal die Neuauflage der Carrera Panamericana gewonnen. Neben Technik und Design begeistert ihn die Kraft des 3-Liter-Motors. Also die Autos sind mit 215 PS angegeben. Und wenn man heute einen Motor wirklich mit viel Akribie macht, dann kommt man auf gute 200 PS, 200 echte PS. Aber in Verbindung mit dem Gewicht von 1350 Kilo geht dann natürlich ganz schön was vorwärts. Man kommt durchaus auf die damals angegebenen 250 Stundenkilometer auf der Autobahn. Und es gibt also kaum einen, der ihn da überholt. Polling am Starnberger See vor den Toren Mönchens. Hier in einem alten Kloster hat Hans Kleißl seine SL-Manufaktur. Die Kunden kommen aus der ganzen Welt, um bei Hans einen 300 SL zu kaufen, reparieren oder restaurieren zu lassen. Der 300 SL Flügeltürer ist nicht umsonst von Journalisten zum Automobil des Jahrhunderts gewählt worden. Das Auto war seiner Zeit damals um Lichtjahre voraus. Und man muss sich vorstellen, das ist passiert im Nachkriegsdeutschland, wo eigentlich alles kaputt war. Also was die Jungs von Mercedes damals auf die Beine gestellt haben, war wirklich sensationell. Und einer damals irrsinnig fortschrittlichen Technik mit dem Gitterrohrrahmen, mit dieser Direkteinspritzung, die aus dem Flugzeugbau abgeleitet war. Das war ein Auto, das ging tatsächlich 250 Stundenkilometer schnell. Zur damaligen Zeit, im Jahr 1954, kam dieses Auto raus. Es war deswegen so schnell, weil es eigentlich entwickelt war aus einem Rennauto. Und das Besondere an dem Auto sind also die Flügeltüren, die also nicht nur ein Designelement sind, sondern die geboren sind aus der Notwendigkeit, den Einstieg hier so hoch zu haben, weil dort drunter sich der leichte Gitterrohrrahmen befindet und der konnte also nur so leicht gebaut werden, wenn er hier so weit raufging. Ob Playboy oder Rennfahrer, biederer Familienvater oder brave Hausfrau, keiner kann sich dem Bann des 300 SL entziehen. 1954 wird er in den USA vorgestellt. Sein zeitloses und einzigartiges Design hebt den Flügeltürer aus der Masse der Blechlawinen heraus und verleiht ihm auch heute noch den Zauber ewiger Jugend. Der Flügeltürer basiert auf der sehr erfolgreichen Rennversion des 300 SL, die Anfang der 50er Jahre den Motorsport dominiert. 300 SL heißt dieses Modell natürlich, weil es einen 3-Liter-Motor hat und das SL steht für sportleicht. Das gekrümmte Saugrohr kommt daher, weil der Motor schräg im Motorraum liegt, damit er unter die Haube gepasst hat. Da unten versteckt ist die Einspritzanlage, die das Herzstück von dem Fahrzeug ist. Es hat jahrzehntelang kein anderes Auto gegeben, in dem eine derartige Direkteinspritzung eingebaut war. Der Klang des Motors ist ein ganz besonderer Genuss. Es ist einfach immer wieder toll, so ein Auto zu starten und den Sound zu hören. Das ist einzigartig und unverwechselbar. Das Armaturenbrett, das spezielle Flügeltürerlenkrad. Es ist also nicht nur ein Gedicht der Technik, sondern auch der Ästhetik. Das Armaturenbrett ist leicht modifiziert, weil das Auto dem größten Playboy der 50er Jahre gehört, dem Porfirio Rubirosa. Und er hat, um die Mädels zu beeindrucken, den Tacho sich gleich mal auf 360 ändern lassen. Und die originale Uhr hat ihm wohl auch nicht so sehr gefallen und dann hat er eine englische Jaguar eingesetzt. Wie fast alle Traumautos wird auch der Flügeltürer nur in geringer Zahl gebaut. Insgesamt sind es 1400 Stück, von denen heute noch 1200 erhalten sein sollen.
Der Innenraum des SL ist auf den Fahrer zugeschnitten wie in einem Rennwagen. Das Armaturenbrett ist, wie die Karosserie, zeitlos elegant. Ansonsten gibt es nicht viel Luxus im Cockpit. Der SL soll ja schließlich eine Fahrmaschine sein. Mit Technik aus der Mitte des letzten Jahrhunderts gehört der Flügeltürer auch heute noch zu den schnellsten Fahrzeugen auf der Autobahn. Der Reihensechszylinder beschleunigt den SL in nur 10 Sekunden auf 100 km/h. Die Vorstellung, in ein modernes Auto umsteigen zu müssen, ist für Hans ein Graus. Mit einem modernen Auto zu fahren, ist für mich ungefähr so wie Computerspiel. Mit einem alten Auto, da bist du noch richtig der Reiter. Da kannst du die Technik bewegen, das ist Arbeit. Du wirst eins mit dem Gerät und das ist das Tolle dran. Man muss aber kein Fangio oder Caracciola sein, um einen SL im Straßenverkehr zu bewegen. Also im Grunde sind die Autos nicht schwierig zu fahren. Nur im Grenzbereich, da wird es dann ernst. Da muss man den damaligen Rennfahrern Hochachtung zollen. Dadurch, dass er diese Doppelgelenk-Pendelachse hat, bricht er in der Kurve wahnsinnig leicht aus. Und wenn man in der Kurve am Limit fährt, dann muss man praktisch immer gegenlenken. Und man kann also die Kurve nicht normal fahren, sondern muss immer mit dem Lenkrad ungefähr so arbeiten. Man kann im Flügeltürer aber auch langsamer fahren und einfach die Landschaft um sich herum genießen. Und der 300 SL wird noch lange auf den Straßen zu sehen sein. Denn was ihn bis heute auszeichnet, das ist seine außergewöhnlich hohe Zuverlässigkeit.